sind hier in der sozusagen neu erstandenen Universitätskirche der Universität Leipzig und wie man eben sehen kann, sind wir hier im vollen Schwunge, hier die erhaltenen Kunstwerke zu restaurieren. Das sind die letzten, wie soll ich sagen, anschaulich zu rezipierenden Relikte der Kirche. Die ist ja bekanntermaßen am 30. Mai 1968 gesprengt worden. Eine Kulturschande der DDR erster Güte. Und es war eben immerhin geduldet worden, dass man innerhalb von 7 Tagen Ausstattungsgegenstände eben entnimmt. Das ist zu einem sehr hohen Grade gelungen. Das waren wohl Handwerker aus der städtischen Denkmalpflege. Hubert Maas hat dort eine Rolle gespielt, der den die Leute geleitet hat. Und ein Kunsthistoriker, Peter Findeisen aus Halle, der damals an der Dresdner Denkmalpflege tätig war. Wir sind bei einer Überlebensrate von ungefähr 85%. Also es gibt ungefähr so 10 Stücke, die also komplett verloren sind und die anderen sind dann in unterschiedlichen Prozentsätzen erhalten. Manche sind zu 100% erhalten, manche nur in einigen Bruchstücken. Was hier jetzt erhalten ist, ist das Beste vom Besten und es ist also in vieler Hinsicht ausgesprochen interessant. Es ist sozusagen ein Schatz, der hier wiedergewonnen wird, der in der Leipziger Kultur eben Facetten beleuchtet, die anderswo in anderen Sammlungen oder Museen oder in der Stadt in dieser Form nicht so richtig aufscheinen. Und insofern also bin ich hochzufrieden, dass wir so weit gekommen sind, eben diese Dinge hier am ursprünglichen Ort wieder anzubringen. Ja, das Epitaph für Wilhelm von Rüssel bezieht sich eben auf eine Amsterdamer Familie, die im Silberhandel reich geworden war. Wilhelm von Rüssel ist 1703 gestorben hier und es wurde in diesem Zusammenhang eben eines der großen Holzepitaphien mit farbiger Fassung für ihn geschaffen. Im Zentrum ist ein Holzkreuz gewesen, da stand also drauf: Christus ist meine Hoffnung auf Lateinisch. Oben drüber dann Putten, die eine Draperie tragen und rechts und links dann 2 Figuren. Auf der einen Seite die Allegorie der Zeit, also eine Art Kronos und links ein Engel, der also auf das Kreuz weist, also die christliche Heilsbotschaft. Das Ganze war also extrem beschädigt in der geschilderten Form. Die Fassung lag zum Teil lose auf. In manchen Teilen, besonders bei der Figur der Zeit, war sie also weitgehend auch verloren. Da sieht man dann auch nur das rohe Holz. Und das alles war also total durchfeuchtet und auch teilweise von Holzwürmern zerfressen. Also das war wirklich also extrem beeinträchtigt. Und das bedeutet eben auch, dass man hier dann später das Klima kontrollieren muss, weil die Dinge sonst nicht überleben können. Johannes Schäfer aus Altenburg, der im Rahmen seines Studiums in Dresden sehr früh mit diesen Dingen schon 2003 Kontakt hatte, hat das dann restauriert in den Jahren, ich glaube so 2006 aufwärts. Und die Fassungen gefestigt und das Holz auch gesichert. Und dann entstand eben auch die Notwendigkeit, die fehlenden Teile, die eben in der Kirche geblieben waren, zu ergänzen. Das wurde dann mit Thomas Loy aus Halle gemacht. Wir haben eine Methode gewählt, wo dann die Dinge in Aluminium auf der Basis der historischen Fotos nachgebaut werden, dann farbig eloxiert werden und wo es Sinn macht, auch nochmal bedruckt werden, wo dann also die Gesichter der Putten zum Beispiel in dieser Weise reproduziert werden. Das soll also eine hohe Lesbarkeit gewährleisten, damit man verstehen kann, was ist original und was ist später ergänzt. Damit sind die Dinge natürlich noch nicht an der Wand und es wurden spezielle Edelstahlgerüste konstruiert von einem Ingenieur aus Potsdam, Thomas Bolze, der eben schon einiges in diesem Bereich gemacht hat. Und damit kann man also jedes Teil einzeln dann positionieren. Es ist statisch unabhängig voneinander. Das ist eben unter der Perspektive dieser starken Schädigung dann eben ein Desiderat auch. Und so fügt sich das Ganze am Ende dann doch zu einem wieder Ganzen, was also doch sehr nah an dem dran ist, was hier historisch gewesen war. Und es ist eben einfach auch ein Fest für die Augen, diese Vergoldung und die Farben und auch die Meisterschaft der Schnitzkunst. Man sieht eben, wie die da mit großer Routine und Könnerschaft da geschnitzt haben und so. Wir haben natürlich auch viel gelernt über die Objekte durch die Restaurierung und das wird dann später mal in Büchern sich auch niederschlagen. Thank you.
Bereits 2003 habe ich mich mit der Sammlung beschäftigt im Rahmen meines Studiums an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Und da war es möglich, dass ich während der Seminararbeit dort den gesamten Bestand aufgenommen habe in der Heilandkirche in Plagwitz, welche Objektteile gehören zu welchen und erste grobe Kartierung über Zustand. Und so kam es dann im Laufe der Jahre nach meinem Diplom, dass ich damit beauftragt wurde, den Großteil dieser Sammlung von Holzepitaphien zu restaurieren. Und bei dem Epitaph Rüssel war es dann so, dass wir grundsätzlich ein Restaurierungskonzept für alle Objekte uns überlegt hatten. Das beinhaltete im Wesentlichen die Konservierung der Objekte, das heißt also die Erhaltung des hölzernen Bildträgers, die Erhaltung der Farbschichten und Fassungsschichten und die Reinigung der Oberflächen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den doch sichtbaren historischen Gang dieser Objekte mit ihrer Geschichte zu erhalten. Es sind immer noch jetzt Schäden an den Objekten sichtbar. Es gibt großflächige Fassungsverluste, wo also die Malschicht oder die Vergoldung gar nicht mehr vorhanden ist, sondern der Holzbildträger sichtbar wird. Es gibt Bereiche, wo selbst der Holzträger geschädigt ist durch Holzschadinsekten, Holzwürmer. Und wir haben gesagt, wir werden die Objekte so restaurieren, dass sie wieder funktionieren, dass sie wieder erlebbar sind, aber es gibt kaum oder wenig Rekonstruktion fehlender Fassungspartien oder auch fehlender Trägerbereiche. Das ist dann jetzt in einem zweiten Teil der Arbeiten durch Thomas Loy aus Halle passiert, wo eben fehlende Bauteile, Baugruppen allein für die Wiederherstellung des Gesamtbildes dieser Epitaphien rekonstruiert wurden. Und bei dem Rüssel-Epitaph sehen Sie, dass dort auf dem Sarkophag, der nicht mehr vorhanden war, ja die Figurengruppen, die ich restauriert habe, sitzen, das Ganze sich aufbaut und deswegen auch das wieder rekonstruiert wurde. Die Reinigung der Oberflächen war meine Aufgabe und vorher natürlich die Festigung der Malschichten, die schon großflächig lose waren, die in Schollen aufstanden und erstmal wieder auf dem Bildträger, auf dem hölzernen Korpus befestigt werden mussten. Also ich wurde im Jahr 2009 mit zu diesem Projekt eingeladen oder angefragt. Es ging im Prinzip zunächst darum, eine Konzeption zu entwickeln, wie kann man die verschiedenen Bruchstücke, die zum Teil vorhanden waren, in des ganzen Epitaphs wieder gestalterisch zusammenführen. Also ich stand in der Kustodie zum Teil vor sehr unvollständigen Bestandteilen eines ehemaligen Ganzen und war im Prinzip als Bildhauer gefragt, in einer gestalterischen Art und Weise die Dinge wieder zueinander zu bringen und überhaupt zu einem gestalterischen Ganzen zu machen. Wir haben zunächst damit begonnen, dass ich also kleine Modelle entwickelt habe, die also zeigen, welche Teile unbedingt ergänzt werden müssen, damit einfach ein kompletter Organismus, gestalterischer Organismus wieder draus werden würde. Und haben dann in einem Dialog mit der Kunstkommission der Universität die Dinge weiterentwickelt. Und ich habe dann verschiedene Materialproben auch gemacht, wie ich mir diese ganzen Ergänzungen vorstelle. Ein Vorteil war, oder ein eigentlich ein Segen kann man schon sagen, war, dass es von allen Epitaphen sehr gute historische Fotos gab, die also verwendet werden konnten und die zumindest als 2D-Darstellung alle Objekte zeigten. Die wurden also von mir auch mitverwendet, um eben mit bedruckten Aluminiumteilen zu zeigen, an der Stelle war dieses, an der Stelle war jenes. Die Strategie, mit einem dritten Material eigentlich hier hereinzugehen, war natürlich in gewisser Weise ein bisschen gewagt, hatte aber sehr viele Vorteile, da ich mich mit diesen Aluminium-Eloxierungen farblich an die jeweiligen Epitaphen und auch an die unterschiedlichen Materialien
annähern konnte. Also ich konnte zum einen diesen Steinfarbton nahe kommen und zum anderen auch gefassten Holzteilen.